So, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir laden jetzt mal die letzte Erinnerung und dann geht's weiter. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Ja, wissen wir. Ab, Alter, hier, ab ins Licht mit dir. Ja, was war in der letzten Folge geworden? Haben eine Mission verkackt, also... Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, ihr, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Juhu, unsere allererste Mission. Wir haben nichts. Verloren Schwert, verloren versteckte Klinge. Kurzschwert, Konterkills, Wurfmesser. Rempeln, Vorsprung greifen, losreißen. Wir haben nichts. Balance wieder lang, ausweichen, extra Wurfmesser, Verteilen durchbrechen. Kurzschwert, wir haben alles verloren. Also wir sind ein Nichts gerade. Aber da oben ist eine Fahne. Nee. Die holen wir uns mal. Und jetzt müssen wir uns Informationen beschaffen. Und wir haben eine von 20 Assassinenflaggen massiv gefunden. Mal gucken, wie viele ich finden werde. Ich weiß auch gar nicht, wie man da oben hochkommt. Ich habe immer das Gefühl, da oben ist was. Und mal gucken. Haben wir hier noch vielleicht noch eine liegen? Unter anderem könnte hier noch eine liegen. Ich weiß es aber nicht. Nö. Gut. Dann laufen wir mal los. Wir haben hier nichts. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja. Wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen.
Ja, und wir haben nur noch 4 Lebensleisten, das heißt 4 Schläge. Wenn wir Pech haben, sind wir dead. Also wir sind gerade ein Schüler. Wir sind ein Witz. Ein Witz, People, ein kleiner Junge. Wir haben nichts. Aber wir holen uns alles wieder. Glaubt es mir. Aber runterfallen können wir noch, das ist schön. So, tut mir leid. Wir haben nicht mal ein Schwert, das ist doof. Wir haben hier nix. Aber wir sind ja guter Dinge, also das ist... Ich hole nochmal eben eine Assassinenflagge. Okay, so geht's auch. So, haben wir hier noch welche? Also ich sammle die einfach nur, weil ich immer noch glaube, für die das durchgespielt haben, nicht spoilern, dass man dafür irgendwas bekommt. Also irgendwie einen Bonus oder so. Und das ist ja so mein Anreiz. Ich will ja so viel entdecken wie möglich. Ich reite auch gerne mal ein bisschen länger. Ich renne nicht von A nach B, sondern ich laufe dann auch über C. Und das ist auch der Plan. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass einer der Zuschauer das Spiel nicht hat. Ich weiß nicht, wie es mit der anderen ist. Und der das wahrscheinlich ganz komplett gerne mal so ein bisschen länger sehen will. Sich ein Urteil über das Spiel machen. Und ja. Also, zack die Bohne, ran da. So. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber wie gesagt, Assassinenflaggen. Weil das Spiel wäre sonst so laut Kollegen von mir, Kumpels von mir, ist das Spiel nicht so lange, wenn man die Story in eins durchrusht und sich nicht so die Zeit nimmt, sowas zu entdecken. Und wie gesagt, also ich will doch lieber, ich bin so immer der Entdecker. Bin ich in jedem Spiel. Ich kann das Spiel x-tausendmal durchgespielt haben und trotzdem entdecke ich immer noch was bei dem x-ten Mal spielen. Und das ist halt so. Zack. Ja, gut. Ach cool, greifen können wir noch. Okay, greifen können wir noch. Cool. Also ist es doch nicht so schwer. Was ist denn in ihm gemacht? So. Bei dem Tempo verletzt da noch jemand. Nö, ich verletze hier keinen. Ich bin ganz vorsichtig. Was tut dieser Narbe? Verdammt, na da drüben. Mist! Er wird Ärger verursachen. Nein, ich werde keinen Ärger verursachen. Ich bin ganz lieb und artig. Können die mich jetzt eigentlich schon angreifen? So. Ich weiß nicht, ob die mich schon angreifen können. Das habe ich nie getestet. Au. Es sieht aus, als würde er gejagt. Okay. Zack. Was tut dieser Narben? Cool sein, im Gegensatz zu dir. Also ich rede immer gerne mal mit den Waffen. Ja, das ist ja jetzt irgendwie sehr logisch gewesen, dass da eine Flagge sein muss. So, komm, 7 von 20, das ist ja schon ein gutes Ergebnis. Dann öffne ich mal eben kurz die Minimap, zack. Rennen wir schon mal hin. Ja? Also so einen kleinen Mix aus Erkunden und was machen, versuche ich jetzt mal hinzukriegen. Bin ja eigentlich sonst nicht so. So. Was setzen Sie sich auf die Bank? Auf die hier. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, ihn angezogen zu werden.
Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Aha, aha. Dann werden wir mal den Korb vielleicht einen Besuch abstatten, würde ich sagen, ne? So, mal ganz kurz, das war eben ein Belauschen und das war ein Taschendiebstahl, was jetzt kommt. Das sieht man, kann man sehen, ne, Hand, Portemonnaie oder Tasche. Und jetzt müssen wir schon bestehlen. Dreister Dieb. So, laufen wir mal weiter. Taschendiebstahl. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Lügner. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So, jetzt müssen wir den bestehlen. Zack, so einfach ging's. Was so nahe der Zypresse finden. Und eine Befragung mit einer Faust. Ist eine sehr schöne Idee, ne? Mal fragen, wo wir den spacken. So ein komischer Kauf. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu fühlen. So, nö, wir müssen hoch. Verdammt! Okay, gehen wir mal eben hoch. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Warum tut er das? Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren wir sind Welt, zu nah. In der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Mhm. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Folgt mir nicht. Bringen Sie die Despoten zu einem abgelegenen Ort und schlagen sie, um ihn zum Reden zu bringen. Ich will dich zerstören. Der Faust wird deinen Körper treffen. Naja, eigentlich nicht. Also, von Alter hier wird die. Ja. Das Bild ist auch genial. Batz. Du könntest auch schon hier machen, aber dann haben wir so ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Du musst ein bisschen ruhiger agieren. Also. Und er geht gleich in die schöne Stelle hin, wo er sowieso aufs Maul bekommen würde. Frag mich nur, wieso geht da einer freiwillig hin? Wahrscheinlich um einen Brief zu schreiben, ey. An seiner Freundin, den Korbflechter. Mann, ey. Genug, genug, ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal. Er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, das ist lustig gleich. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ja, das hatten wir denn wieder. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet.
Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Alles klar. Dann besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Okay. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Welche Ausrüstung? Ah. Schön. Eine kleine Klinge. Juhu! Rang 1. Neue Waffe. Schwert. Versteckte Klinge. Ihr könnt in den Hof trainieren. Nö. Habe ich gar keine Lust zu. Mist, das ist doch dicht für uns. Okay. Ich will gar nicht. Nein, 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 nein. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Ich brauche das nicht. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nein. Okay, Leute. So, blockt man ab. So, blockt man ab. So, greift man an. So wirft man. Und so haut man auf wie einen wehrlosen Körper drauf. Versteht ihr das? So. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Danke. Das wollte ich gar nicht machen. Hier wirst du sterben. Tutorial verlassen? Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, es ist schön, dass du es jetzt verstehst. Ich hab's aber leicht gesagt. Da kommt man doch hoch. Interessant. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, dass man so da wegen so ein Stück hochkommt. Mal. Okay. Das ist cool. Merken wir uns mal für später. Zack. So. Wir gehen jetzt weiter. Lasst euch nicht ablenken. Obwohl, eins will ich noch holen. Ist er auf der Flucht? Ja, ich bin auf der Flucht. Ja, dann rennen wir mal eben hoch da. So ein Narr. Ich bin kein Narr. Du bist Narr. Haftig. Nahrhaftig. Ja, du bist lecker. Okay, hier ist nichts gut. Einfach mal umgegucken. Einfach mal umgegucken. Einfach mal umgucken. Durch die Tür, nicht da oben drüber. So. Nö, interessiert nix hier, aber da hoch müssen wir. Was ist du der da? Was ist du der da? Hi. Gott erbarme dich, er ist verrückt. So, einer nochmal. Geronimo! Warum rennt er bloß so? Wow, flupp. So,
Ich habe ja gesagt, dass wir da nochmal hin müssten. Und ja, da wollen wir dann mal eben kurz noch hin. Dann ist auch eigentlich schon Folgenende wieder. Uiuiui, geht die Zeit wieder schnell, ey. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe mehr. Aber diese Assassinenflanken, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass man da irgendwas freischaltet oder so. Oder wenigstens 100% Stand haben. Das ist zwar ein bisschen schwierig, die ganzen Flanken aufzusammeln. Aber weil die manchmal echt gut versteckt sind. Manche sind da so billig versteckt wie die gerade eben. Oder auch nicht. Manche sind richtig schön versteckt. Aber egal, wir werden schon ein paar finden. Vielleicht finden wir auch alle. Man weiß es nicht. Also ich suche die so selber. Also keine Sorge, ich werde mir nicht irgendwelche Complications angucken, wo ich dann sagen kann, yo, da ist das, da ist das, da ist das. Das ist doch ekelhaft. Achso, hätten wir auch hoch können. Ach super, Ingo. Dann hätten wir richtig Zeit sparen können. Alter, finde. So, geguckt, umgeguckt. Au. Oh, halb tot. Halb tot, halb tot. Oh Gott. Okay. Es ist ein bisschen ungewohnt. Tut mir leid. Ungewohnt, mit so wenig Leben zu arbeiten. Das ist echt schlimm. So, aber nichtsdestotrotz. Fallen wir uns nochmal hier runter. Zack. Und. Gehen wir eben noch hoch hier. Und dann würde ich sagen. Beende ich die Folge erstmal, ne? Mit dem Schwert in der Hand. Nein. So. Zack. Bis denn. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und euch einen schönen geilen Tag. Cheerio!